Sonntag zwischen 7:45 und 9:45 darf nicht telefoniert werden, nichts anderes gemacht werden. Ich bin eigentlich immer schon mental dort aufgewachsen und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, am Sonntag was anderes zu machen. Ich habe es immer schon früher geschaut mit meinen Eltern daheim und seit wir nach Wien gezogen sind, haben wir das als, so als Tradition gemacht, dass wir jeden Sonntag einfach hergehen. Meine Eltern haben nicht schon mal geschaut und deswegen wurde ich da so rein sozialisiert sozusagen. Ja, es ist schon ein bisschen spießig, aber ich weiß nicht, warum sollte man nicht schauen? Ich meine... Ja, das ist das wirkliche Phänomen am Tatort. Er ist absolut retro. Nach den Standards des modernen Filmemachens und vor allem nach den Standards, die die amerikanischen Serien wie The Wire oder, wenn wir eine Nicht-Polizeiserie nehmen, House of Cards gesetzt haben, dass nämlich das Publikum ständig glaubhaft überrascht wird, ist er total retro. Er ist retro in der Charakterzeichnung, er ist retro in der Musik, er ist retro in der Kameraführung. Er macht eigentlich alles falsch und trotzdem kommt er immer in die Zielgerade. Das ist einfach das Paradoxon des Tatorts. Ja? Also dafür gibt es keine Erklärung. Ich glaube, es ist halt ein Ritual. Das setze ich einfach fort. Und das ist halt Sonntagabend Tatort. Das wird damit in Verbindung gebracht. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so wichtig, wie alt die Leute sind, weil sie irgendwie das schon immer kennen und einfach immer so weitermachen. Also es ist eigentlich was recht, das, ja, konservatives Ritual, könnte man schon sagen. Na, ich finde, beim Tatort geht es oft um aktuelle Themen und das ist schon meistens interessant. Also ich finde nicht, dass es irgendwie spießig ist. Spießig würde ich auch nicht sagen. Ich finde eher, Tatort hat es geschafft, mit der Zeit zu gehen und gerade auch junge Generationen anzusprechen mit gewissen Problemthematiken der heutigen Gesellschaft. Der Tatort widerspiegelt doch so viel von deutscher Mentalität und es ist zunächst einmal auch ein gewisses Heimatgefühl, wenn man sich das ansieht, und es ist ein Gemeinschaftsgefühl. Der Tatort ist auch eine Wertegemeinschaft. Die Themen und die Haltungen, die er vorgibt, sind ja eigentlich approbiert, ja, sagen wir mal, vom linken Rand der Bild-Zeitung bis zum rechten Rand der Grünen. Und der dritte Punkt ist, dass der Tatort gewisse Skurrilitäten hat, die vor allem, zumindest bei den Public Viewings, die ich gesehen habe, junge Menschen, die doch auch eine kleine ironische Komponente haben, entzücken.